Hallo und herzlich willkommen zur vierten Staffel RimWorld mit mir, eurem Illyria. Und im Hintergrund eine ziemlich uralte, würde ich mal behaupten, oder nagelneue, noch mit Kinderkrankheiten aus China basierende KI, Hisky. Haben wir jedes Mal bei einer Begrüßung einen anderen Spruch drauf? Wieso? So wurde ich noch nicht genannt, aber danke. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Beleidigung ist oder ein Kompliment. Du meinst, weil ich sagte, du kommst aus China? Wer weiß. China ist für mich das Land des Schrottes eigentlich. Nur das soll jetzt nicht heißen. Für dich? Okay, das ist okay. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass ich dich so ansehe. Okay, nö. Tschüss. Das sollte es. Muss ja nicht alles Schrott sein, was aus China stammt. Ich meine, mein Rechner ist auch komplett China, der macht mich bis jetzt sehr glücklich. Und du bist eine KI, Hisky. Du machst mich auch glücklich. Das klingt schon wieder pervers. Ja. Oh, entschuldigt, liebe Zuschauer, für das Gebiet im Hintergrund. Ihr kennt es wahrscheinlich, ihr werdet auch auf eurem Smartphones wahrscheinlich zugespammt von irgendwelchen Push-Nachrichten. Ich krieg das leider nicht deaktiviert. Ich weiß auch nicht, was das für ein Quatsch ist. Darf er dein Handy stumm schalten? Nee, ich brauche mein Handy. Ich muss erreichbar sein. So, aber jetzt erstmal Feierabend mit dem Gequassel. Wir sind 1,5 Minuten und wir haben noch nichts gemacht. So, wir müssen eine neue Kolonie gründen, liebe Zuschauer, weil in der dritten Staffel, am Ende der letzten Folge, eigentlich so ziemlich am Anfang der letzten Folge, sind Hisky und ich gestorben. Und zwar wegen Unterkühlung. Tja, wir waren halt eben cool genug dafür, ne? Ja. Cool genug war es auf jeden Fall. Na toll. So, wir nehmen wieder hier das Benutzerdefinierte, was Hisky und ich das letzte Mal... Was? Die fast nackte Brutalität. Genau. Wir nehmen das nämlich wieder. Wir nehmen auch, denke ich mal, Chillax? Hieß sie nicht mal Phoebe Chillout? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Doch, die hieß mal... Randy Random? Der hieß doch mal reiner Zufall. Das sind englische Namen, was soll denn der Quatsch? Wieso haben sie die Erzähler plötzlich auf Englisch umgewandelt? Ich fand die deutsche Übersetzung eigentlich völlig in Ordnung. Phoebe Chillout für, ja. Und ihr reiner Zufall, das heißt ja Randy Random. Das ist doch totaler Schwachsinn, das Namen auf Englisch zu setzen. Naja, gut. So, wir nehmen Abenteuergeschichte. Deine Entscheidung, ich meine. Wofür habe ich dich mit ins Let's Play genommen? Damit du jemanden zum Unterhalten hast? Nein. Damit jemand die Zuschauer unterhält? Nicht nur das. Damit überhaupt mal das Niveau auf einem gewissen Maß ist, der nicht unter der aller Sau ist? Weil das Niveau meiner Let's Plays ist besser, wenn du nicht dabei willst. Ich kann ja gehen, wenn du willst. Nein. Das Niveau ist auf einem lustigen Tief, wenn du da bist. Ja, es tut mir leid, dass ich Nivea mir hinter die Ohren schmiere. Tut mir leid. Das ist mein Niveau halt. Was schmierst du dir hinter die Ohren? Mein Niveau. Dein Niveau? Also mein Nivea. Dein Nivea? Ja. Mein Niveau. Niveau. Autsch. So, Abenteuer. Dein Niveau muss ziemlich stachelig sein. Das würde ich nicht hinterm Ohr kleben haben wollen. Wieso ist mein Humor stachelig? What the fuck? Genauso stachelig wie du. So, ich würde sagen, wir nehmen mal Abenteuergeschichte. Was? Ich bin weich. Oh. Stachel nicht. Oh, Hisky ist weich. Hör auf, so pervers du klingst schon wieder. What the fuck? Was? Jetzt denkt noch jemand, du willst was von mir. Was? Wie kommst du denn darauf? Seed, Pfeffer. Nee, Salz. Letztes Mal, glaube ich, hieß Kyria. Mach Salz. Außerdem, unsere Zuschauer wissen doch schon, was wir für Sprüche raushauen. Was bist du plötzlich so boniert? Ich bin kein Napoleon. Wir haben ja bei 30%. Ist man sich eigentlich sicher, dass er Napoleon Bonaparte heißt und nicht Napoleon Born to Party? Wo hast du denn den her? Tja. Die Franzosen sind stolz auf ihren Napoleon und nur aus Witz über die französische Revolution in der Vergangenheit. Französische, nicht französische. Französische ist oder die französische.
Ja. Das ist die französische. Das ist wie Soße. Nur ohne Französisch. Genau. Das ist französische Soße. Franziska ist Französin, von Kopf bis zur Schere. Ja, ja. Siehst du, da kommen wir zum Thema, da kommen wir auf das Thema Niveau. Ich sag doch nur Schere, ne? Nicht irgendwas anderes. So, wo wollen wir hingehen? Eine Eiswüste. Eiswüste garantiert, der sterben wir das sofort, besonders bei nackt. Deswegen, ja. Oh Gott. Der hält das keine 4 Folgen durch. Die erste Staffel war schon saukurz. Guck mal hier. Wenn wir hier siedeln, dann können wir wenigstens keine Quest annehmen, die Reisen bedeuten. Verstehst du? Ja, aber wo kriegen wir dann Strom her? Wasserkraft? Strom? Nein, das hast du nicht richtig verstanden. Es gibt ja Quests, die man machen muss. Oder man machen kann. So. Wenn man hier siedelt, braucht man wenigstens keine Quest zu machen, weil dann kannst du ja sowieso nirgendwo hin. Kann man weil hier ringsherum alles nur Wasser ist. Schwimmen oder so? Wie? Gibt es keine Möglichkeit vom Schiffbau oder sonst was? Nicht, dass ich wüsste. Das ist okay. Ich weiß gerade nicht, wohin. Hier sind mir zu viele Piraten. Also hier ist mir das ein bisschen zu riskant. Oder gehen wir hier hin? Jetzt kommen wir nochmal raus. Jetzt kommen wir bitte nochmal raus und gehen wir ein bisschen weiter runter. Du bist so weit nördlich. Wie wär's denn irgendwo im Gonier-Dickicht? Ich mag den Norden, der ist so schön kalt. Ja, und dann kriegen wir wieder die Hypothermie und dann alle Vorderkuchen. Wollen wir denn gleich in die Wüste gehen, in die Savanne? Da haben wir wenigstens kein Kummer mit dem Winter. Dann hat aber die eiskalte Brutalität eine brütend heiße Brutalität. Tja, sind nicht cool genug dafür. Das glaube ich auch. Das finde ich cool, da sind wir heiß. Wie wär's dann so ein bisschen weiter links? Noch ein bisschen weiter links? Noch ein bisschen? Ich sehe den Mauszeiger gerade. Nee, nee, so, da, genau da, wo der Fluss sich unten spaltet, da so unten rechts so ein bisschen. Hier so da hin? Da so in der Nähe. Ich sehe den. Nee, noch weiter rechts. Noch viel weiter rechts. Ja, irgendwie so da in die Nähe. Hier, tropischer Regenwald? Nee, das ist zu viel Sumpf. Ich meine ja so genau da. So, oder hier direkt im Fluss? Genau, okay. Das meine ich, genau. Hier direkt in den Fluss rein. Ja, gut, das geht. Gelindet. Ist eine Ebene, ist Fluss, ist Schiefer, Granit und Marmor gibt es da, in Höhe 1017 Meter. Durchschnittstemperatur ist bei 17 Grad. Ich gehe mal jetzt mit ganzjährige Wachstumsperiode. Nahrungssuchfähigkeit 100%, Tiere können grasen, ja. Krankheitshäufigkeit 1,2 pro Jahr. Hier gibt es Schiefer, Granit und Marmor, das ist sehr gut. Das habe ich alles schon vorgelesen. Ja. So, ich habe das für mich nochmal gelesen. So. Jetzt bist du nur, konnte man nicht irgendwo... Konnte man das nicht irgendwo laden? Dass man seine Charaktere haben will? Oder war das nur für die Schwierigkeitsgrad, die man da hatte? Oder hier, prepare carefully. Load Character rechts. Load Character. Und noch ein. Genau. Laut Charakter. Illyria. Und weg mit den anderen beiden. Ja, die brauchen wir nicht. Gut. Da brauchen wir nichts weiter zu machen, liebe Zuschauer. Wir gehen einfach direkt auf Start. Equipment. Ja gut, ich könnte jetzt zum Beispiel noch ein bisschen Equipment hinzufügen. Nee, ne? Obwohl, wir könnten bis zu 3305 Punkte, aber das wäre dann nicht die nackte Brutalität, ne? Richtig, das würde das Prinzip eigentlich kaputt machen. Aber am Anfang so ein bisschen Nahrung haben? Meinst du? Dir gebe ich eine Flasche Bier, jetzt gebe ich selbst davon. Oh, danke schön. Nee, danke. Ja, so ein bisschen Nahrung wäre tatsächlich nicht verkehrt. So, haben wir in unserer Arschspalte Deine was? 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 Guck mal, gibt kein Futter. Das ist Equipment. Ach nee, Ressourcen. So, jetzt haben wir es mal. Food. Hier, guck mal, jetzt geht du kriegst Affenfleisch. Aber ich will dich nicht essen.
Weh, was? Wieso mich essen? Ich dachte, du isst deine Schwester. Ja, wieso? Du breitest dich wie ein Virus über andere Computersysteme aus. Warum kommst du jetzt auf Schwester? Keine Ahnung. Das war unter der Gürtellinie, ey. Das ist unglaublich. Ja, was denn? Ich würde sagen, was vielleicht Sinn ergeben würde, Nährstoffpaste. Wir nehmen Nährstoffpaste. Ist zwar eigentlich was absolut Billiges, aber die wäre vielleicht gar nicht mal so doof, die Idee. Wo ist war bei das N. Jetzt? Das ist nach Buchstaben. Ach, das ist sortiert, okay. Ja. Ja, hier. Nährstoffpastete. Nee, doch, ist Paste. Ende. Zweimal. Eine für dich, eine für mich. So. Nee. Wie gesagt, haben wir zwischen unserer Arschspalte geschmuggelt, so. Genau, so ein bisschen. Gut, aber Feierabend, jetzt starten wir. Are you sure that you are finished with ja, your customations? Confirm that you're ready to start. Confirm. Generiere Karte. Bitte warten. Durch Wasser zu warten macht deine Leute unglücklich. Errichte eine Brücke, wenn möglich. Und das hast du in der zweiten Staffel nicht gemacht, oh mein Gott. Wie, man kann eine Brücke bauen? Oh gut, das ist schön, dass du es auch nicht wusstest. Nö, das wusste ich nicht. Es soll schon eine einfache OP werden. Nur eine Stunde unter Narkose. Du hast dich total sicher gefühlt. Jetzt bist du, Illyria, und es geht in eine Rettungskapsel aufgewacht, die gerade die Atmosphäre einer unbekannten Randwelt durchdringt. Abgesehen von dem mysteriösen Schleim auf deinem Körper, bist du splitterfasernackt. Ohne jede Vorbereitung, ohne Vorräte und ohne Werkzeuge schaffst du es zu überleben. Musstest du das splitterfasernackt so aussprechen? Oh, ist da jemand in Bewegung gekommen, in Wallung? Nein. Aber rechts da, ein bisschen weit rechts, ist da Gold gleich im Berg? Tatsächlich. Oh. Nur Gold ist in diesem Spiel, soweit ich das verstanden habe, nicht allzu viel wert. Silber ist die Währung. Gucken wir mal lieber, ob irgendwo eine Struktur ist, die uns böse werden kann. Nicht so wie auf der anderen Welt. Ist eine gute Idee. Nicht, dass wir wieder so eine, vielleicht Probleme kriegen könnten. Das ist nur Schiefer. Auch nichts. Aber hier sind schöne Ruinen, die man ausschlachten könnte. Was ist das denn hier oben? Uranerz. Hey, Herr mit einem Atomreaktor. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Aber wir sind nicht bei Satisfactory. Stimmt. Oder bei Factorio. Ich habe ja schon gehört, dass das dann Opa, der mit dir dann das irgendwie als Projekt auch machen will, dann Satisfactory, ne? Darüber ist aktuell nicht die Rede. Hm. Deswegen also, sag ich ja, irgendwann. Vielleicht. Oh. Ich weiß es nicht. Im Moment scheint dann, er hat da keine Zeit, weil er hat einen ziemlich vollen Terminplan. Ja. Und ob er Lust darauf hat, weiß ich nicht. Aber ja, ich weiß auch gerade nicht, ob er es schon hat. Ob er sowas schon laufen hat, das weiß ich gerade auch nicht so genau. Ich bin nicht täglich auf seinen Kanal und ich achte auch nicht auf alles, weil dafür habe ich meinen eigenen Kanal, auf den ich mich eher konzentrieren muss. Was ist eigentlich das Braune dann an so einem Berg? Nicht das Braune, sondern unten rechts war so ein bisschen was Braunes. Das hier? Nein. Ganz weit unten rechts, nicht an dem Berg. Runter, rechts. Da, genau an dem Berg. Unten links. Das hier. Links, genau. Das sind Maschinenreste, das sind Bauteile, da kriegst du Bauteile raus. Cool. Ja. Hier siehst du es auch nochmal. Ah, das ist doch mal eine wesentlich bessere Startmap, muss ich sagen. Würde ich sagen, hier gibt es keine Ruine, also wo böse Viecher hinter sind. Aber man ist von allen Seiten offen. Das ist dann wiederum. Dann hätte ich eher Gebirge nehmen müssen. Hätten wir uns theoretisch irgendwo eingraben können. Aber fühle ich da nicht zu sicher, weil die Angreifer, die können auch graben. Ja, oder wie, ne, Staffel 2 geändert hat. Genau das ist das nächste Problem. Weil du weißt nie, wann dich diese Viecher angreifen, weil die Hause. Aber die können sie auch so mitten in deiner Basis spawnen, ist das Problem. Ah. So, wo fangen wir an? Hier oben am Rand ist das zu gefährlich. Falls jemand spawnt dann gleich, ne? Direkt hier meinst du, ne? Ja, direkt hier wäre doch. Es ist mir zu matschig hier. Dann vielleicht so hier, im Eck. Ja. Hier ist ja irgendwo so ein speziellen Baum. Ach so, ein Meditationsbaum? Hm.
Hab ich jetzt nicht gesehen. Ich auch nicht. Ist auch wurscht. Aber etwas weiter oben links ist noch der Thermalschlot. Genau jetzt oben. Direkt unter Illyria. Name. Jetzt nicht mehr. Nee, das war direkt unter dem Namen oben zu sehen. Ach, das hier. Ja, ja. Ein Geysir. Da kannst du später einen Generator drauf bauen. Richtig. Mach mal Strom. Genau. Aber das ist in der Forschung auch etwas weiter hinten. So, wir brauchen erstmal, ich würde sagen, Solartechnologie, weil das ist sinnvoller als Windenergie. Und wir brauchen nicht nur Solarenergie, wir brauchen auch natürlich die Batterie. Jo, beides. Ich weiß nicht, was ich mir eigentlich habe einfallen lassen, dass ich erstmal hier die Baumwollfaser und sowas gemacht habe. Das war ja wohl der größte Blödsinn. Naja, Kleidung und so. Ja. Hier, Geothermie, da ist es. Aber guck mal, wie teuer das ist. Ja. Soweit, so gut. Ich würde sagen, jetzt müssen wir erstmal was anfangen. Ja, dafür brauchen wir Holz. Fangen wir direkt hier an, wo du auf der Landzunge, wo du gerade bist. Oder? Ja, guck mal, da können wir vielleicht sollen wir diese Ruine vielleicht übernehmen? Wäre eigentlich sinnvoll. Schon mal ein bisschen vorgebaut. Warum nicht? Ist zwar defekt, aber warum nicht? Kann man ja reparieren. Da gibt es sogar einen hübschen Befehl für. Und zwar erst einmal in Besitz nehmen. Dann haben wir erstmal was. Lass uns erstmal starten. Aber das hier, das sollte abgerissen werden. Braucht keine Sau. So viele Stützen brauchen wir nicht. Die lasse ich stehen, die reiße ich ab. Das brauche ich auch nicht. Aber wir haben gar kein Material. Würde ich sagen, ein bisschen Holz hacken. Befehle. Holz hacken. Das kannst du eh nur du machen. Ja, das stimmt. So, dann brauchen wir noch eine Fläche, eine Zone. Fangen mit einer Abfallzone, da werden ja Steine und Holz, da wird erstmal nur Steine drin gelagert. Das machen wir mal hier. Eine Lagerzone machen wir direkt daneben. Das kann man später auch überbauen mit einem Dach, dass das nicht vergammelt. Aber es muss sowieso eher in der Hütte sein. So, und wir brauchen, das ist das Wichtigste sogar, wir brauchen eine Anbauzone. Gleich für Nahrung. Genau. Machen wir mal 7x9. 2 7x9er Felder. So. Hier pflanzen wir Reis an. Und hier Tomaten oder sowas, weißt du? Oh, Tomaten, warum nicht? Können wir leckeren Tomatenreis machen. Weil auch natürlich ist, dass die Felder erstmal reichen. Aber müsste eigentlich. Wir sind ja nur jetzt. Oh nein, eine Boomratte in der Hütte. Tausendmal berührt. Hä? Tausendmal ist nichts passiert. Und es hat Boom gemacht. Er hat Boom gemacht. Toll. Entschuldige. Kein Problem. Das können wir abreißen, das brauchen wir nicht. Oh, guck mal, das ist Stahl. Sehr gut. Ich würde sagen, das gebe ich gleich in Auftrag, das abzureißen. Zweite von links. Ah, ne, erstmal Besitz nehmen. Du hast einfach abreißen, wäre doch möglich gewesen, ne? Nein, soweit ich weiß, muss erstmal Besitz genommen werden. Ja, du hast abbauen gemacht, deswegen. Oh, okay. Eine Urne abreißen, brauche ich nicht. Aber da ist die Asche deiner Schwester drin. Asche meiner Schwester. Asche auf dein Haupt. Ja, genau. Du hast vorhin auch einen Witz mit meiner Schwester gemacht, also. Ich darf das. Ich auch. Du hast keine Schwester, ich darf das. Ich habe eine Schwester. Ja? Ja. Ja, ich theoretisch auch, aber nur auf dem Papier. Offiziell habe ich keine Schwester. Sieh mal eine an. Guck mal, das ist doch mal vernünftig Stahl, ne? Oh ja. Nee, komm, das dauert zu lange. Sammeln wir erstmal alles ein. Wie viel wiegt so ein Brocken? Was glaubst du? So eins davon.
Da das Spiel nicht mit Gewichten arbeitet, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall zu viel, als dass ein realer Mensch das tragen könnte. Allein wenn so ein Brock nur ein Kilo wiegt, wären das schon jetzt 64 Kilogramm, die ich ertrage. Das ist richtig. Weißt du was, ich mache jetzt mal hier eine Überdachung. Außer jetzt, ich habe irgendwie so Brocken oder Material, aber ich habe ja... Oh, das wird auch nicht getragen. Das vergammelt das Zeug. 12 Stunden. Sagen wir mal hier so eine Art Küchenzone. Hier so eine kleine Küchenzone. Lager. Alles verbieten, aber Nahrung. Ah ne, warte mal. Priorität kritisch. Und bei der anderen Lagerzone musst du es genau andersrum machen. Brauche ich nicht, weil ich die Lagerzone... Achso, das meinst du. Ja, da hast du recht. Aber es hätte sowieso nichts drauf gelagert, weil Priorität auf normal steht. Die hätten erst dann was da drin gelagert, wenn das hier voll gewesen wäre. Ja, gut. Wunderbar, Ilyria ist... Ja, er ist fleißig am Anpflanzen und du bist fleißig am Chillen. Ey, ich hab vorhin abgerissen und getragen. Lass mich. Ja, genau. So. Muss man den Plan einstellen, weil sonst machen die nichts. Sonst chillen sie nur. Die chillen sonst nur ihr Leben. Dann bis sie wieder cool sind und dann sterben sie. Ja, genau. Das ist sehr richtig cool. So, jetzt haben wir einen Arbeitsplan eingestellt. Wir sollen arbeiten. Hier wird nicht gefaulenzt. Gefaul was? Gefaulenzt. Schreibt man das mit einem V oder mit einem F? Hä, was haben wir hier? Immer Sommer. Okay. Hä? What the hell? Guck mal. Ja gut, wir haben immer Sommer, also sonst wird niemals kalt, cool. Das ist ja langweilig. Das habe ich nicht erwartet. Ich auch nicht. Was? Das hast du dir ausgesucht. deswegen stand da auch das Wachstum, also mit Ernte und so alles, dass es immer ganzjährig ist. Wachstumsrat oder ganz oh, sowas. Mann, oh Mann. Jetzt haben wir hier noch nicht mal Winter. Verdammt. Wollen wir nochmal neu anfangen, liebe Zuschauer? Nein, machen wir nicht. Wir machen weiter. Aber, liebe Zuschauer, wir machen nicht mehr jetzt weiter. Wir sind schon am Ende der Folge angelangt. Jetzt schon? Ja, wir haben sogar überzogen. Wir sind bei 23 Minuten. Wie es weitergeht, werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Wir hoffen jedenfalls, ihr hattet euren Spaß, genauso wie wir. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Und falls euch der Part gefallen hat, lasst doch einen lieben, ganz lieben Like da. Bis dahin. Cheerio.